Real Madrid kennzeichnet sich aktuell durch brachiale Offensivpower aus. Der Kader ist mit absoluten Weltstars besetzt, doch diese muss man erst einmal alle unter einen Hut bekommen, um das Potenzial auch vollends ausschöpfen zu können. Wir geben dir in diesem Video dafür eine Möglichkeit. Als Aufstellung wird das 4-2-3-1 mit 3 ZOMs verwendet. In FIFA wird dies als 4-5-1 bezeichnet. Im Tor hat man direkt die Qual der Wahl, nämlich Casilla oder Navas. Casilla hat normalerweise die etwas bessere Bewertung, aber unsere Empfehlung ist es, es davon abhängig zu machen, wer aktuell die bessere Form hat und somit dank des Matchday-Features die bessere Bewertung. Man sollte aber von keinem der beiden Wunderdinge erwarten. Eigentlich. In der Innenverteidigung stehen Sergio Ramos und Pepe. Sergio Ramos ist einer der besten Innenverteidiger in FIFA, extrem zweikampf- und kopfballstark und sehr schnell. Und Pepe steht dem nicht viel nach. Die Außenverteidigung wird gebildet aus Danilo und Marcelo. Beide sind schnell und haben gute Verteidigungswerte, sowie auch die notwendigen Fähigkeiten am Ball, um sich ins Offensivspiel einzuschalten. Insbesondere Danilo hat für einen Außenverteidiger einen guten Schuss. Modric und Kroos stehen auf der Doppel-6. Beide vereint ein extrem starkes Passspiel. Modric ist zudem ein extrem starker Dribbler und ist dazu noch mit den etwas besseren Defensivfähigkeiten ausgestattet. Kroos zeichnet sich vor allem durch seine Beidfüßigkeit und einen wahnsinnig starken Schuss aus. Sobald du mit ihm ein bisschen Platz hast, solltest du nicht zögern und einfach mal abziehen. Auf den 3 ZOM-Positionen stehen von rechts nach links Bale, Rodriguez und Benzema. Rodriguez steht in der Mitte, weil er von damit seinen guten Pässen das Spiel am besten gestalten kann. Bale ist extrem schnell und dribbelstark und damit sehr gut auf der Außenposition aufgehoben. Benzema ist nochmal ein bisschen schneller als Rodriguez und kann überraschend gut flanken. Damit kann er auch auf der Außenbahn seine Akzente im Spiel setzen. Im Sturm steht Ronaldo, er bringt einfach alles mit. Er ist schnell, er kann dribbeln, er kann schießen und er ist extrem kopfballstark. Deswegen will man ihn ganz nah am Tor dran haben. So kann man seine Fähigkeiten am besten zur Geltung bringen, nämlich Tore schießen. Real Madrid ist in der Offensive mit starken Alleskönnern besetzt. Daher kannst du deine Spielweise an die gegnerischen Stärken und Schwächen anpassen. Der Gegner steht in der Zentrale dicht gestaffelt, verschaffe dir auf den Außen durch Dribblings und Passkombinationen den notwendigen Raum, um in der Mitte Ronaldo mit einer Flanke in Szene zu setzen. Die Außen sind zu? Lasse den Ball durch einfache Pässe in die Mitte zirkulieren. Von da kannst du dir die überragenden Fähigkeiten am Ball von Rodriguez und Ronaldo zunutze machen, um die Gegenspieler stehen zu lassen. Oder deine Spieler bekommen genug Platz, um aus der zweiten Reihe abzuziehen. Wir wünschen dir viel Spaß mit dieser einmaligen Offensivabteilung von Real Madrid.